Hallo, da sind ich wieder. Heute will ich euch mal erzählen, wie wir früher oder Ostern einen Ausflug auf die Hohlefels gemacht haben. Also früher hat mein Opa immer gesagt, wir gehen mal spazieren. Am Ostermontag haben wir dann die Ostereier mitgenommen und noch ein paar Nachbars kennen. Und da sind wir in Richtung Hohlefels spazieren gegangen. Unterwegs haben wir dann mit den Ostereier geworfen oder haben sie geschibbelt. Und wenn eins kaputt gegangen ist, da hat man verloren. Wir sind durch den Wald in Richtung Hohlefels gelaufen. Und das war überhaupt nicht so langweilig, weil der Opa hat unterwegs immer Geschichte erzählt. Vor früher, wie die Leute noch von der Lahmer Seite aus die steile Berge nuff auf die Hohlefels gegangen sind zum Tanzen. In den hinteren Burghof. Das war ganz interessant. Und da musste man so ein Stück ohne oder Schlucht entlang gehen. Und da habe ich immer erzählt, dass früher im 30-jährigen Krieg da die 12 Apostelbilder versteckelt worden sind. Die waren ganz aus Gold und waren sehr wertvoll. Und so viele Leute versucht, in der Höhle unter der Burg die Apostelbilder zu finden. Aber sie haben sie nicht gefunden. Und einmal hat sich ein Knappe wohl an einem Seil runtergelassen und war gerade am Anfang vor der Höhle angelangt. Da hat ein Maus das Seil angefressen und der Knappe ist in sie totgestürzt. Das war immer sehr spannend, wenn der Opa das erzählt hat. Und wie wir da der Schlucht entlang gegangen waren, da kommen wir vorne an die Domäne raus. Und als wir an die Domäne gekommen sind, da hat da ein Schild gestanden, Domäne Hohlenfels. Treffpunkt der Jugend Europas. Und wir haben uns vorgestellt, wie wir da alle treffen wären. Und da sind wir in die Wirtschaft nennen. Und wer hat da gesessen? Die Lahmer Rentner. So, ihr Leute, das war's für heute. Macht's gut, halt euch noch frohe Ostern. Bleibt gesund, bis wieder mal. Tschüss.